Hallo, Vage, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich, für dieses Wochenende, für die nächsten Tage für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Vage. Unter dem Deck habe ich drei Stäbe, Waage. Irgendwie die Gedanken sind hier zu sehen, ja. Gedanken, wirklich muss ich schon sagen. Ich meine, immerhin drei Stäbe deutet natürlich auf eine geografische Distanz zu einer Person, aber Gedanken sehr stark. Ich meine, es ist eine Karte, die mehr mit der Zukunft zu tun hat in Wirklichkeit. Ja, du siehst die Farbe, diese gelbe, ja. Also es spricht ja für Sommer. Im Monat August auch sehr stark. Also irgendwie, es gibt hier, ist eine positive Energie, wenn wir es jetzt so wollen, ja, was mit Pläne verbunden sind, mit Reise natürlich. Wir haben ja die Zeit dafür, für diese Urlaub machen, für diese Reise. Aber diese Gedanken sind in dieser Karte sehr präsent, ja. Irgendwie wage, also die Karte, die Liebenden aus der Kirche. Also, man spürt hier schon Liebe, irgendwie Gefühle sind hier zu sehen. Und die Karte, die Liebenden, Sternzeichen Zwilling bei dir auch präsent. Und irgendwie, man spürt hier sehr stark dieses Gefühl von Entscheidung oder irgendwie Pläne machen und. Königin der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau oder eine Mutter irgendwie. Zeig mal, schau mal hier, Waage. Siebende Stäbe, zehnte Stäbe und ein Puppe der Schwerter. Eine interessante Kombination von Karten. Viele Stäbe, wie du siehst. Sehr viel zu tun irgendwie, Waage. Also für manche kann das hier natürlich sehr, sehr gut mit Arbeit verbunden sein. Es gibt hier viel Handlung, viel Bewegung. Ja, also viel Anstrengung sogar. Viel zu tun irgendwie. Es fühlt sich sogar wie eine Last ein bisschen, dieses Gefühl hier. Eine Situation, wo man irgendwie nicht mehr aushalten kann oder es fühlt sich hier etwas wie eine Last. Langsam, ja, man ist müde von einer bestimmten Situation, Waage. Tatsächlich, man ist müde, man kann nicht mehr. Es ist anstrengend, irgendwie anstrengend, ja. Puppe der Schwerter, du siehst, ist eine Energie, die Richtung Vergangenheit schaut. Du siehst, diese Puppe der Schwerter schaut sich diese ganze Situation an. Und von Anstrengung halt, von Last. Und es gibt hier ein Gefühl von, ich stelle mich auf eine Defensive über eine bestimmte Situation, weil ich tatsächlich nicht mehr kann. Ne? Also das Gefühl spürt man hier von, tatsächlich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und es fühlt sich sehr schwer, sehr kompliziert, diese Situation hier. Und jemand stellt sich hier auf eine Defensive. Puppe der Schwerter, Sternzeichen Zwilling, Waage, Wassermann. Kommunikation natürlich über Internet. Waage, also hier haben wir auch der Spione vom Tarot, ja, also der Puppe der Schwerter. Beschreibt eine Person, die über Internet irgendwie eine andere Person spioniert. Ja. Und du weißt ja, die Energie kann sich spiegeln, das Leben ist ja ein Spiegel von da aus, spricht für dich oder für die andere Person, aber hier gibt es jemand schon, die auf eine
gewisse Beobachtung. Also ich beobachte eine bestimmte Situation, eine Person und irgendwie. Wow, interessant. Interessant. Zehntemünzen, du siehst ja eine familiäre Angelegenheit, sieht man hier, Waage. Zumindest das ist die Karte der Familie, die Karte der Komfortzone tatsächlich, da wo ich mich wohlfühle, wo ich mir gemütlich machen kann. Irgendwie mein Haus, meine Kinder, mein Geld, meine Frau, mein Mann, also da, wo ich mich wohlfühle. Ja? Diese Komfortzone ist in dieser Karte sehr zu sehen, sehr präsent. Ja? Wow. Die Nummer 10 wiederholt sich bei dir sehr viel. Und Ass. Also ich sehe hier irgendwie und Ass. Schau mal bitte hier. Ass der Münzen, Ass der Stäbe, Ass der Kelche. Ich spüre schon eine neue Situation bei dir, Waage. Interessant, bei wem hatte ich das gehabt? Warte mal kurz. Nein. Ich denke, Sternzeichen Steinbock, Waage. Keine Ahnung, ob du mit Sternzeichen Steinbock irgendwie. Aber da gab es eine ähnliche Situation. Schau mal hier. In der Mitte für deine Legung habe ich vier der Kelche. Und nochmals, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt bei Steinbock war. Aber die ähnliche Energie war in der Mitte. Und irgendwie, Waage, ist das hier, sprichst für eine unerwiderte Liebe. Eine unerwiderte Liebe, eine Situation, die entweder man nicht mehr möchte, eine Person, die irgendwie, ja, Optionen sieht man hier. Optionen sieht man da. Aber irgendwie, tatsächlich neue Situationen in deinem Leben werden dir auch zur Verfügung gestellt. Also man sieht schon neue Situationen bei dir sehr deutlich. Trotzdem, es gibt hier ein Gefühl von Optionen, von Vergangenheit, von Beteiligten tatsächlich. Schau mal hier. Also Königin der Münzen, vier der Kelche, zehn der Stäbe. Wir könnten denken, also hier habe ich die Familie, zehn der Münzen, Königin der Münzen, spricht sehr viel für die Familie. Und irgendwie eine komplizierte Situation. Etwas fühlt sich hier kompliziert. Eine bestimmte Situation will man nicht mehr haben. Oder man fühlt sich nicht mehr wohl. Es gibt hier dieses Gefühl, Waage. Ja? Es gibt hier schon so ein Gefühl. So ein Gefühl. Und schau mal bitte hier. Fünfte Schwerter, Königin der Münzen, Königin der Stäbe. Du siehst ja Erde-Element, Feuer-Element sehr präsent bei dir. Beteiligten, also mehrere Beteiligten, sieht man schon. Und die Sache ist, dass diese Konflikte spürt man in dieser Legung. Es gibt bestimmte Konflikte zu einer Energie, die mit der Mutter deiner Kinder zu tun haben könnte, also sprich für die Mutter deiner Kinder, der Vater deiner Kinder oder eine Langzeitbeziehung, nochmals eine Mutter oder irgendwie, ja, es gibt hier diese Konflikte. Aber tatsächlich, ich habe hier eine komplizierte Situation in deinem Leben, Waage, was mit einer wichtigen Entscheidung zu tun haben könnte, wenn man tatsächlich eine Entscheidung treffen möchte, weil das spricht nicht für alle. Nicht jeder von uns ist in der gleichen Entwicklung, ja, in diesem Prozess.
Wir bewegen uns auch nicht alle in der gleichen Zeit. Ja, es kommt auf unsere Entwicklung drauf an. Ja. Deswegen ist das irgendwie für jeder Sprich natürlich ganz anders. Aber du siehst ja, ich habe zwei der Schwerter, eine komplizierte, wichtige Entscheidung und zwei Energien. Ja. Tatsächlich, Waage, also Sternzeichen Löwe, sehr präsent bei dir. Sternzeichen Löwe, Sternzeichen Widder oder Schütze kann auch sein. Aber irgendwie, nochmals, zeigt sich hier, ja, diese Kommunikation tatsächlich, aber diese komplizierte Situation. Nochmals, es kann für einen Mann reden, für eine Frau, ja. Aber spürt sich schon hier konfliktiv, diese Situation. Und ja, jemand stellt sich auf eine Defensive, ja. Also ich denke, Waage, ich denke tatsächlich, wir haben hier mit mehreren Beteiligten zu tun, mit mehreren Optionen und daran liegt es, diese deutlichen Konflikte haben mit so einer Situation zu tun, ja. Weil du hast es ja gesehen, diese familiäre Angelegenheit ist auch hier zu sehen. Von da aus, ich denke, diesen Einfluss ist da. Diesen Einfluss ist tatsächlich da. Ja. So ist es. Entweder habe ich mit einer unreife Energie zu tun oder wir reden über Altersunterschied irgendwie, sonst ist das eine unreife Energie irgendwie. Wirklich, also. Schau mal hier, Waage. Also tatsächlich das Gefühl hier ist von sich distanzieren wollen. Ne? Also mein Gefühl wäre bei dir, Waage, ich möchte mich hier in Wirklichkeit distanzieren. Ich möchte mich entfernen. Weil es gibt eine komplizierte Situation in deinem Leben, die mit Konflikten zu tun haben und nochmals nicht unbedingt mit nur einer Person zu tun hat. Ich sehe hier andere Personen. Und irgendwie diese Situation stellt dich nicht zufrieden. Also du fühlst dich nicht zufrieden in diese bestimmte Sache. Und jemand möchte hier Grenze setzen. Ich möchte tatsächlich Grenze setzen, ja. Das ist mein Gefühl hier, Waage. Also jemand möchte hier Grenze setzen. Deutliche Grenze setzen. Ich denke, in deinem Leben, Waage, in deinem Leben gibt es eine neue Person. Ja, in deinem Leben gibt es eine neue Person. Die vielleicht nicht in deiner gleichen Stadt wohnt. Aber ich sehe hier eine neue Energie. Waage, eine klare, deutliche Manipulation ist in deiner Energie. Genau, wer diese Person ist, das wirst du natürlich besser wissen. Aber jemand versucht zu manipulieren. Ja, jemand ist eifersüchtig. Es gibt hier eine Energie, die sehr eifersüchtig ist. Nochmals Luftelement bei dir sehr präsent, Luft, aber auch Feuerelement. Es gibt dieses Gefühl von Eifersucht, von Manipulation, von Konflikten. Tatsächlich. Eine Person, die nicht locker lassen möchte. Es gibt hier eine Person, die wirklich eine starke Anziehung für dich hat. Und ich rede schon über eine sexuelle Anziehung, ja. Ja. Ich rede schon über eine sexuelle Anziehung. Und wenn du mich fragst, ich sehe nicht unbedingt das Wort Liebe in deiner Legung zu sehr. Ich sehe mehr ein Gefühl von, einerseits sehe ich eine Verantwortung zu Familie, Verantwortung,
ist hier zu spüren. Andererseits habe ich eine sexuelle Energie, eine starke sexuelle Energie zu einer anderen Person, die sehr manipulativ ist. Also ich sage, ich habe hier eine Manipulation, deutliche Manipulation. Ich meine, das ist einfach so. Das ist nicht etwas, was ich mir vorstelle. Es ist einfach hier zu sehen. Und tatsächlich, es gibt in deinem Leben in Wirklichkeit zwei deutliche Energien, die dich tatsächlich nicht mehr zufriedenstellt. Also du bist nicht glücklich. Das ist, was ich sagen möchte. Du bist nicht glücklich. In dieser Situation fühlst du dich nicht glücklich. Du fühlst dich nicht glücklich. Du willst dich tatsächlich schützen. Jemand möchte sich hier schützen, ne? Jemand möchte sich schützen, weil die Situation geht einfach zu sehr lang schon mittlerweile. Es wiederholt sich immer wieder die gleiche Situation in diese und eine Person hat hier satt. Eine Person möchte es nicht mehr und möglicherweise jemand setzt Grenze und lässt los. Es kann schon, wann? Früher oder später? Früher oder später, jemand lässt hier los. Distanziert sich, geht von einer Situation, die dich nicht mehr zufriedenstellt, die ziemlich kompliziert sich fühlt, ziemlich anstrengend sich fühlt, weil es gibt Manipulation hier und tatsächlich Eifersucht. Das macht müde. Ja, und man versucht seine Emotionen, seine Gefühle zu schützen. Also Waage, deutliche zwei Energien sehe ich hier in deinem Leben, aber wirklich deutlich, ja? Deutliche zwei gleichzeitigen Energien in deinem Leben, die sich für dich nicht mehr angenehm fühlt. Das kann ich dir wirklich sagen. Und die nächsten Tage wirst du vielleicht nicht unbedingt zu sehr sympathisch werden zu irgendeiner bestimmten Person. Du wirst nicht mehr so wirklich sympathisch sein. Warum? Weil sehr wahrscheinlich wirst du manche Grenzen setzen müssen, wo du dich gezwungen fühlst in dieser Situation, weil diese Sache hier nicht mehr erträgbar ist. Es ist nicht mehr erträgbar. Natürlich ist das nicht mehr erträgbar. Selbstliebe wird hier empfohlen. Ne? Selbstliebe, lasse los, pass auf dich auf und distanziere dich natürlich ja, von... Ja. Also das brauche ich dir ja nicht zu sagen, Waage, das weißt du ja ganz genau, was du zu tun hast. Und auf jeden Fall eine bestimmte Situation hier fühlt sich müde, anstrengend, müde, als eine Last. Man hat keine Lust mehr. Und natürlich, irgendwann ist man nicht mehr so sympathisch, logisch. Ja, also so sympathisch kann man nicht ständig sein, weil wenn man eine Sache nicht richtig verstehen kann, dann muss man natürlich ja, mit anderen Worten sagen müssen. Ne? Also Waage, ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende, ja? Und bis bald. Dankeschön. Tschüss.